Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero und herzlich willkommen zu den WWE News, die Themen heute. Herausforderung für CM Punk, ansonsten alle möglichen Infos zur 25 Jahre Raw Episode und der Fall um Enzo Amore ist deutlich komplizierter als man denken möchte, wegen diesen ganzen Vergewaltigungsanschuldigungen und so. Ja, bleibt dran. Gleich mal vorweg, heute Abend, also Donnerstag um 20 Uhr, gibt es meinen NXT TakeOver Philadelphia Kickoff Stream. Der wird zwar am Samstag, wenn das Event dann auch wirklich ist, nochmal auf Twitch wiederholt, aber heute Abend ist auf jeden Fall die Live-Ausstrahlung, das heißt, wir zocken heute Abend wieder WWE. Also auf jeden Fall einschalten auf martinguerrero.de, kannst du das dann alles übrigens kostenlos sehen. Auch gestern gab es wieder Kommentare, dass sie es scheiße finden, dass meine Livestreams Geld kosten. Das ist aber nicht so, Freunde. Guckt meine Livestreams, die sind kostenlos. Ihr könnt die alle gucken, ohne was dafür zu zahlen. Morgen gibt es übrigens noch einen fetten Dragon Ball Livestream. Und dann natürlich am Sonntag ab 18 Uhr mein Royal Rumble Kickoff Stream. Das heißt, wir zocken wieder WWE. Das heißt, wir machen Live-Reactions mit Aaron Troschke zusammen. Das wird ein 11-12 Stunden Livestream, also da solltet ihr auf jeden Fall einschalten, das wird richtig krank. Das Thema für Vince McMahons Football League ist wohl immer noch voll im Gange und angepeilt ist momentan 2020. Bis dahin hat er also noch Zeit, seine ganzen Teams zu versammeln und das Ganze dann noch anständig an den Start zu bringen. Aber geplant ist es, Vince McMahon startet 2020, wie es aussieht, seine eigene Football League. Ich würde mir wünschen, dass die Season der XFL von Vince McMahon dann neben der Season der NFL läuft, also nicht gleichzeitig, sondern wenn die einen die Off-Season haben, haben die anderen halt ihre On-Season quasi und so hat man das ganze Jahr über Football. Im Moment kriselt es ja so ein bisschen zwischen unseren Raw Tag Team Champions Seth Rollins und Jason Jordan und möglicherweise könnte das auch in eine große Fehde gehen, die dann bei WrestleMania ihren Höhepunkt findet. Das war natürlich für Jason Jordan ein ziemlich krasses Match für Mania, aber warum nicht? Dann habe ich jetzt eine ganze Menge zur 25 Jahre Raw Episode, denn da ist eine ganze Menge passiert, was man nicht gesehen hat. Es gibt sehr viel Kritik. Und generell war die Show teilweise ein bisschen komisch aufgebaut. Wir beginnen erstmal mit Dark Matches, die es im Manhattan Center gab, die aber nicht ausgestrahlt wurden. Hierbei gab es zwei Cruiserweight Matches. Zum einen Mustafa Ali gegen Lince Dorado. Hier ist Mustafa Ali overgegangen nach 2 Minuten, was natürlich auch ein bisschen komisch ist, dass man, obwohl man ja die Leute, die ja separat im Manhattan Center saßen, irgendwie unterhalten musste, denn dass die halt nur 2-Minuten-Matches bekommen nebenbei. Denn das andere Cruiserweight-Match ging auch nur 2 Minuten und hatte sogar zwischendurch noch eine Unterbrechung. Und das Match war Drew Gulak und Tony Nese gegen Akira Tozawa und Hideo Itami. Und dabei, dass man dieses Match hier gemacht hat, während Raw eigentlich lief, hat man sich dazu entschlossen, dieses Match aufzuteilen, sodass die 4 Superstars sich während des Matches aus der Halle brawlen und irgendwann wieder zurückkam. Und gerade aus der Seite des Manhattan Centers gab es sehr viel Kritik für die Show, denn es gab Leute, die haben bis zu $1000 für so eine Karte bezahlt und haben dafür die meiste Zeit auf eine Leinwand geguckt und haben den Kram gesehen, den sie auch hätten zu Hause vom Fernseher sehen können. Deswegen gibt es auch Videos online, wo man hört, dass die Crowd während der Segmente, die dann nur übertragen wurden auf der Leinwand, halt auch teilweise Bullshit gerufen haben oder Refund, also dass sie halt ihr Geld wieder haben wollen. Also die waren da alle nicht ganz so überzeugt von diesem ganzen 2-Show-Konzept. Trotzdem gab es neben den Matches auch noch einige Dark-Segmente, die man auch nicht ausgestrahlt hat und die dann halt exklusiv für die Leute im Manhattan Center waren, damit die nicht völlig ausrasten. Zum Beispiel kam nach dem Match zwischen Bray Wyatt und Matt Hardy noch Jeff Hardy raus, der übel gefeiert wurde und hat dann auch noch seinen Bruder umarmt und hat eins seiner Lieder performt. Dann kam nach diesem D-Generation X Balor Club Segment auch noch The Miz raus, der extremst gefeiert wurde und er meinte, dass er natürlich wieder Glanz auf den Intercontinental Titel gebracht hat und dass er WrestleMania headlinen möchte und dann im Royal Rumble Match siegen will. Ziemlich große Ziele, aber auch ziemlich interessant, wenn man mich fragt. Nach diesem Segment kam noch Ric Flair raus und er hat auch nochmal so ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen. Es gibt auch das Gerücht, dass die Kommentatoren Jim Ross und JR, die ja im Manhattan Center waren, teilweise sogar zwischendurch eingeschlafen sind. Die beiden haben zwar schon gesagt, dass das nicht stimmt, aber
Wer weiß. Und dann noch ganz wichtig, obwohl das Undertaker-Segment ein bisschen eigenartig war und auch John Cena mit dem Undertaker während dieser Episode überhaupt nichts zu tun hatte, obwohl man ja für beide eigentlich den Start für WrestleMania setzen wollte und das im besten Fall gegeneinander, hat man sich dazu entschlossen, das nicht zu machen. Dennoch steht der Plan für WrestleMania trotzdem, John Cena gegen den Undertaker zu stellen. Also selbst wenn das jetzt bei der 25 Jahre Raw-Episode nicht passiert ist, wird das wohl in den nächsten Wochen noch irgendwie aufgebaut werden. Außerdem wurde die Raw-Episode auch noch zweimal kurz vorher umgeschrieben. Denn zum einen war die Enzo-Geschichte schuld, zu der ich ja gleich komme. Und zum anderen Jimmy Fallon, der wurde ja großartig von Triple H eingeladen. Und war dann zwar auch vor Ort, aber eigentlich sollte er schon viel eher da sein, damit man mit ihm ein Backstage-Segment drehen kann. Aber das ist halt nicht passiert, deswegen musste man da auch nochmal ein bisschen was umschreiben. Dann aber zum einigermaßen erfreulichen Thema rund um die 25 Jahre Raw-Episode, und zwar die Einschaltquoten. Denn wir wissen ja, in den letzten Monaten, Jahren hing man immer so ein bisschen mal über 3 Millionen, mal unter 3 Millionen Zuschauer. Und eigentlich war es so, dass man unter 3 Millionen nicht fallen wollte. Langsam hat man sich aber eher dran gewöhnt. Diese Raw-Episode wurde aber ordentlich gehypt und hatte im Durchschnitt 4,1 Millionen Zuschauer. Und das ist schon wieder ein deutlicher Anstieg, aber noch lange nicht auf dem Level, wo es hätte sein können. Denn bei der 1000. Raw-Episode, die ja damals auch extrem gehypt wurde, gab es sogar über 6 Millionen Zuschauer. Und da stimmt also auch noch lange was nicht. Es sind einige Fans, die in den letzten Jahren von der WWE abgesprungen sind. Und das ist einfach schade. Und dass man sieht, dass diese extra dazugekommenen Zuschauer nicht dabei geblieben sind, sieht man an den Smackdown-Einschaltquoten für einen Tag später. Denn diese sind wieder ein bisschen auf 2,58 Millionen gesunken. Also ja, entweder hat Smackdown sie einfach nicht interessiert. Naja, oder sie sind einfach dann auch nach dieser Episode nicht beim Wrestling geblieben. Auch schade. Der UFC-Präsident Dana White hat in einer Pressekonferenz gesagt, dass er CM Punk noch eine zweite Chance geben möchte. Ihr wisst ja, dass CM Punk nach seinem Abgang von der WWE in Richtung MMA gegangen ist, sofort einen UFC-Deal an Land ziehen konnte, aber bei seinem ersten professionellen Kampf innerhalb von ein paar Sekunden ohne Schläge, ohne angesetzte Submission seinerseits sofort getappt hat. Und damit in die Geschichte eingeht für den schlechtesten UFC-Fighter ever. Und hierbei wurde aber gesagt, er bekommt eine zweite Chance. Und Cruiserweight Jack Gallagher hat gleich mal ein bisschen dicke Lippe riskiert und hat gemeint, dass er auf jeden Fall 2 Minütchen über hätte, falls CM Punk einen Gegner sucht. Wo man sich auch so denkt, okay, ganz so schlecht ist CM Punk jetzt im MMA-Bereich wahrscheinlich doch nicht. Ich weiß nicht, was Jack in seiner Freizeit macht, aber das ist vielleicht ein bisschen viel riskiert. Ja, Freunde, dann kommen wir mal zum Fall Enzo Amore, und dieser ist deutlich komplizierter, als man es vielleicht so einfach nebenbei mitbekommt. Deswegen habe ich da auf jeden Fall ein bisschen mehr zu. Die ganze Sache begann damit, dass eine junge Frau Enzo Amore angezeigt hat wegen sexuellem Missbrauch. Und das aus Richtung der WWE ja schon mal ein riesen Ding ist, ein riesen No-Go, wo sofort alle Alarmglocken angehen und alle ausrasten. Enzo wurde natürlich, als das rauskam, sofort auf unbestimmte Zeit suspendiert. Und auch andere Medien außerhalb des Wrestlings haben über diesen Vorfall berichtet und haben auch mit der jungen Frau gesprochen, die auch nochmal vor allen Menschen auf TMZ gesagt hat, wie das abgelaufen ist und wie sie immer wieder gesagt hat, dass er aufhören soll. Und dass das halt alles so passiert ist. Dann hat die WWE sich dazu entschlossen, Enzo Amore komplett zu entlassen. Und das hier nicht aufgrund der Anzeige, sondern aufgrund der Tatsache, dass Enzo Amore diese Anzeige nicht bei der WWE gesagt hat, sondern dass die WWE auch nur über die Medien auf diesen Fall aufmerksam wurde und Enzo einfach selbst nicht Initiative ergriffen hat und das sein Arbeitgeber gemeldet hatte. Generell war es ja in den letzten Jahren mit Enzo sowieso ein bisschen schwierig. Er ist aus dem Tourbus geflogen, er durfte sich nicht im Lockerroom umziehen und er hat wohl Backstage generell sehr viel Scheiße gelabert, weshalb er immer wieder ins schlechte Licht gerückt wurde und ja, halt
es war alles ein bisschen schwierig. Ihr kennt die Fälle, wenn ihr meine WWE-News schon immer verfolgt habt. Aber das war jetzt eigentlich nur so der letzte Funke, den es noch gebraucht hat, um Enzo denn letztendlich zu entlassen. Es war halt generell immer schon eine sehr komische Sache mit Enzo. Und ja, jetzt hat man halt die Möglichkeit gefunden, ihn auch komplett rauszuschmeißen. Soweit dazu. Jetzt geht der Fall aber noch ein bisschen weiter. Und zwar hat sich ein Freund von dieser jungen Frau geäußert in einem YouTube-Video und hat bewiesen, dass Enzo Amore wegen diesem ganzen Fall unschuldig ist. Denn er hat Chatverläufe vorlegen können von ihm mit dieser jungen Frau, wo sie damit angegeben hat, dass sie mit Enzo geschlafen hat und dass es geil war und dass es schön war und dass sie den abgeschleppt hat und so weiter. Das heißt, sie hat sogar noch damit geprahlt und jetzt, nach Monaten, kommt sie auf einmal mit dieser Geschichte, dass sie angeblich vergewaltigt worden sei. Das ist schon ein bisschen eigenartig. Dazu hat der Freund noch bestätigt, dass sie eigentlich nicht ganz zurechnungsfähig ist, weil sie sich in psychologischer Behandlung befindet, die sie zwar mal mehr und mal weniger mitmacht, aber dennoch ist bekannt, dass das, was sie sagt, alles nicht wirklich immer der Wahrheit entspricht. Und dann gibt es noch ein Video von ihr selbst, wo sie sagt, dass sie Sex mit ihm hatte und dass das auch ein bisschen grober war, aber sie jetzt nicht die ganze Zeit "Nein, hör auf" geschrien hat, sondern dass es ihr eigentlich schon ganz gut gefallen hatte. So, und jetzt sind wir in einer richtig beschissenen Situation, denn jetzt ist es so, jetzt gibt es die Anzeige, es gibt diese Medienaufmerksamkeit. Sie selbst sagt auch, wenn so eine große Lüge erstmal raus ist, sie kann jetzt irgendwie schlecht zurückrudern, weil halt nun mal die Medien alle auf sie gucken. Enzo wurde jetzt extra entlassen. Übrigens dazu, der Cruiserweight-Titel ist jetzt vakant. Und Daniel Bryan hat schon bestätigt, dass es nächste Woche bei 205 Live einen separaten General Manager geben wird, der nur für die Cruiserweights zuständig ist. Was, glaube ich, wenn man 205 Live overbringen soll, vielleicht nicht der schlechteste Schritt ist, da einen GM hinzubauen. Und da wird dann entschieden, wie man weitermacht mit dem Cruiserweight-Titel. So, Enzo also deswegen entlassen und jetzt kommt raus, dass das alles nicht stimmt. Klar wird jetzt die Polizei und die Anwaltschaft ermitteln in diesem Fall, aber eigentlich, ja, sieht es für das Mädel nicht wirklich gut aus. Trotz allem gehe ich aber nicht davon aus, dass die WWE ihre Kündigung Enzo gegenüber zurückziehen wird, weil es halt einfach noch ein bisschen mehr vorgefallen ist. Aber generell herrscht in Hollywood ja sowieso gerade so ein komischer Trend, dass alle möglichen Frauen sich äußern, irgendwie von irgendwem mal unsittlich berührt worden zu sein. Und ja, das ist wohl irgendwie ein Trend, auf den sie jetzt aufgesprungen ist. Auf jeden Fall ist es schon krass, was sie jetzt hier angerichtet hat mit dieser Story, dass Enzo jetzt einfach mal seinen Job verloren hat. Und klar, man weiß nicht, wie viel da dran ist, aber ja, jetzt gibt es halt aus allen möglichen Richtungen da Berichte. Und das ganze Thema ist extrem schwierig und kompliziert. Ja, Freunde, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und verzeiht mir mal bitte, ich weiß, dass tausende Leute mich jedes Mal, wenn irgendwas passiert, anschreiben, dass ich doch eine Breaking News Ausgabe machen soll. Aber Freunde, hier auf meinem YouTube-Kanal heißt es, wie bei mir generell im Leben, Qualität statt Quantität. Es bringt mir nichts, euch einfach irgendeine scheiß Breaking News Ausgabe rauszuballern, obwohl noch überhaupt keine Informationen dargestellt worden sind. Das heißt, hätte ich eine Breaking News Ausgabe gemacht, dass Enzo die vergewaltigt hat, dann hätte ich jetzt da gestanden und hätte sagen, ja, war alles dummes Zeug. Ich will halt erstmal Fakten abwarten, bevor ich euch darüber berichte. Deswegen finde ich es auch eigentlich ganz gut, dass ich nur zweimal die Woche News mache. So habe ich halt einfach die bessere Möglichkeit, dann noch besser zu recherchieren, anstatt euch jeden Tag ein News-Video rauszuballern und da ist halt einfach nur Bullshit drin. Ja, Freunde, das war's auf jeden Fall erstmal mit dem WWE-News für heute. Trotz des schwierigen Themas hoffe ich natürlich, dass dir das Video gefallen hat. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal hier auf YouTube kostenlos zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und wenn du wissen möchtest, wie ich diese Woche die Raw 25-Episode fand, dann gibt's dazu die Review auf Twitch, Supporting Me und Patreon. Also wenn ihr mich supportet, dann könnt ihr das auf jeden Fall da sehen. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Die nächsten Tage werden sehr viele Videos kommen wegen Royal Rumble und wegen NXT und hast nicht gesehen. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben. Ich wünsche euch was. Haut rein bis zum nächsten Mal und ciao.